Hey Leute und willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr seht schon hier, ich befinde mich hier in einer Simulation. Ihr denkt jetzt so, hä, du stehst einfach nur in einem Wald. Aber Leute, ich sag euch, ich stehe gar nicht hier in einem Wald, auf dieser Insel hier, an einem Fluss. Nein, nein, Leute, wenn ich diesen Hebel hier umlege, sehen wir, ich befinde mich wo ganz anders. Und wenn so etwas passiert, heißt es, es ist Zeit für eine neue Mod-Vorstellung. Ich würde sagen, los geht's. Ja, Leute, die Mod, um die es heute geht, es ist die General Alignments Aesthetic Spying Screen Mod. Es ist wirklich ein sehr langer Name, deswegen hier die Abkürzung GLASS. Aber es ist eine wirklich unglaublich geniale Mod hier. Die Mod wurde von einem iChang entwickelt, den kennt man vielleicht von der Portal Gun Mod bereits. Und man kennt ihn, es sind einfach die besten Mods, die iChang hier erstellt. Und er hat wieder mal hier einen richtigen Hit, wie ich finde, gelandet. Die Mod gibt es leider nur für die 1.12, aber sie ist einfach so unendlich genial. Mit dieser Mod könnt ihr einfach eigene virtuelle Realitäten oder Simulationen in Minecraft erschaffen und so eure Freunde ausspionieren oder einfach mal ganz neue Welten entdecken. Es ist einfach fantastisch, was diese Mod alles möglich macht und das nur mit 4 Blöcken. Wie man hier so eine Virtual Reality aufbaut, zeige ich euch am besten jetzt mal direkt. Ja Leute, dann schauen wir uns die ganze Sache mal hier an. Wir haben wie gesagt hier diese 4 Blöcke. Und zwar haben wir hier einmal das Glasterminal, das ist so eine Art Kamera. Hier haben wir den Glasprojektor, wir haben hier eine Glas-Extension und eine Glas-Wireless-Extension. Ich würde sagen, wir fangen am besten mal hier mit dieser Kamera an. Das ist eine 360-Grad-Kamera und damit können wir halt unsere Gegend hier filmen. Das heißt, wir bauen die Kamera hier, wichtig, nach unten gerichtet auf. Denn die Kamera filmt immer nur einen gerissen Bereich. Wichtig ist, wenn wir jetzt die Kamera beispielsweise jetzt mal hier so aufstellen, dass sie in diese Richtung schaut, dann sehen wir jetzt hier vorne diese Linse. Das heißt, die filmt nur dieses Gebiet hier. Wenn wir die aber hier nach unten ausrichten, wie ich es gemacht habe, dann filmt die hier, da können wir kurz hier runtergehen, seht, die zeigt nach unten, dann filmen wir hier diesen ganzen Bereich und nicht nur eine bestimmte Richtung. Das wird auch mal wichtig, wie wir die Kugel gleich bauen. Auf jeden Fall, so haben wir es gebaut, wir gehen jetzt hier hin, geben den ganzen einen Namen, wenn das mal jetzt hier, wird euch passen, wenn wir es einfach mal hier Strand nennen, und dann haben wir unten noch Public Channel, das heißt, können unsere Freunde darauf zugreifen. Dann machen wir auf Yes, wenn das nur für uns sein sollte, dieser Public Channel. Natürlich nein, dass nur wir darauf zugreifen können. Dann einfach auf Done gedrückt und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Jetzt fliegen wir nochmal kurz hier zurück und schauen uns mal diese Kugel hier an. Denn wenn wir hier diese Kugel gebaut haben, wie man die baut, kommen wir gleich zu. Können wir jetzt auf unseren Projektor hier gehen, den habe ich im Boden hier eingelegt. Einfach Rechtsklick drauf machen. Jetzt sehen wir hier direkt unseren neuen Channel, Strand, wir drücken auf Done. Hebel umlegen, jetzt leckt es ein bisschen. Also es leckt in der Aufnahme, glaube ich, schlimmer als im eigentlichen Spiel. Aber ihr habt es gesehen, da wurde das Ganze dann direkt aktiviert. So, jetzt können wir mal sagen, wie man das hier baut. Wir haben ja kurz hier einen Projektor aufgestellt, wo ich das Sand eingestellt habe. Und jetzt können wir hier, wenn ich das mal kurz nochmal anmache, hier dieses Bild immer weiter erweitern. Das ist absolut verrückt und einfach nur mega cool, dass wir jetzt dieses Gebiet hier immer weiter vergrößern können mit diesen Glasblöcken hier. Das ist einfach nur genial gemacht, wie ich finde. Und wenn wir jetzt hier um eine Ecke bauen wollen, das heißt, dass wir so ein Dach haben wie da drüben, müssen wir das hier so bauen, dass es immer mit einem verbunden ist. Das ist wichtig. Danach muss es nicht mehr verbunden sein, aber über Ecken hinweg muss das immer mindestens mit einem Block verbunden sein. Das ist ungefähr so aussieht. Jetzt habe ich mal hier eine kleine Konstruktion gemacht. Wir gehen mal hier auf Nebenan und aktivieren mal dann hier diesen Schalter. So, bitte. Wieder ein bisschen Lag. Aber Leute, ihr seht schon, jetzt sind wir hier wieder wo ganz anders. Und das ist absolut witzig, wir können uns einfach selbst sehen. Und auch da drüben steht die Kamera. Und jetzt können wir hier uns selbst sehen, wie wir hier in diesem Gebäude stehen. Da kann man vielleicht auch einen Spiegel oder sowas mitbauen. Und man kann auch die anderen Blöcke halt sehen. Die Kamera selbst sieht man in diesen Videos nicht. Das heißt, ihr könnt die Kamera bei eurem Freund in der Base verstecken. Und dann merkt ihr das nicht. So, schauen wir uns mal gerade mal die Höhle an. Und gerade für Spionagezwecke ist diese Kamera einfach nur genial. Aber nicht nur Spionage, auch zur Verwirrung. Oder auch für das Thumbnail, habt ihr gesehen, kann man hier einige lustige Sachen mitmachen, was von der Perspektive her auf jeden Fall mega witzig ist. Und es ist einfach nur genial, was mit dieser Mod alles möglich ist. Es ist einfach verrückt, was man hier machen kann. Ich meine, wir sind hier einfach in der Höhle jetzt gewesen. So, wir bauen mal gerade hier eine Kamera auf. Wir brauchen einen Projektor. Wir brauchen einen Projektor, denn wir gehen jetzt mal hier zur Glass Wireless Extension. Und bauen wir mal hier auf, denn das Ganze, diese normalen Blöcke auf Dauer ist natürlich sehr teuer. Deswegen müssen wir kurz mal hier was auswählen. Dass wir hier vorne, erstmal müssen wir, nee, sorry Leute, wir müssen erstmal hier hingehen, hier jetzt unser Video auswählen, dann das Ganze aktivieren. So, jetzt müssen wir hier zu den Projektoren gehen, jetzt hier wieder den Film auswählen, und zwar nebenan, und dann müssen wir jetzt hier vorne noch einen vierten aufbauen, einen dritten, Entschuldigung, und dann wird jetzt gleich hier das Video zwischen diesen verschiedenen Projektoren aufgespannt werden. Wenn wir jetzt den Schalter hier umlegen, zack, schon haben wir jetzt hier ein Video. Stack wieder ein bisschen, tut mir leid an der Stelle. Hier in der Video ist ein bisschen blöd, aber man kann jetzt sehen, jetzt haben wir hier so einen kleinen Film
am flach am Boden aufgestellt. Das kann ich euch auch noch an Wänden aufhängen und so. Ist, glaube ich, mega witzig an sich, so wie das funktionieren könnte. Und ja, wie ich eigentlich immer sage, ihr müsst euch vorstellen, das würde irgendein Profi machen und nicht so ein Trottel wie ich. Dann ist das wirklich einer der krassesten Mods, die ich jemals gesehen habe. Diese Mod hier verdient auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Oder sagen wir mal 8 von 10 Punkte. Die Performance ist halt schon wirklich richtig kacke von der Mod. Aber Idee und Umsetzung sind einfach nur genial gemacht hier von dieser Mod. Ich würde sagen, Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.